Seht, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute ist der letzte Sonntag der sogenannten Vorfastenzeit. So die Kirche verwendet 3 Sonntage lang, um uns, unseren Geist auf diese große Zeit, diese Gnadenzeit, die Fastenzeit vorzubereiten. Die Vorfastenzeit ist nicht die eigentliche Fastenzeit, sie ist nur sozusagen dazu da, um unseren Geist vorzubereiten, unsere Seele einzustimmen auf diese ganz große Zeit, die Fastenzeit, währenddessen wir unsere Rettung unserer Seele viel ernster nehmen sollten als zu jeder anderen Zeit. Sie ist eine wirkliche Gnadenzeit. Es ist nicht von ungefähr, dass die Heilige Kirche 3 Sonntage hernimmt, die Vorfastensonntage, Septuagesima, Sexagesima und heute Quinquagesima, der auch der Sonntag des heiligsten Antlitzes genannt wird, um unsere Seele auf diese heilige Zeit vorzubereiten. In wenigen Tagen wird nun die Heilige Kirche ihren Kindern die heilige Asche auf das Antlitz streuen und diese heilige Zeit der Gnade, diese ernste Zeit wird beginnen. Und in dieser Zeit wollen wir an diesen Sonntagen vor allem dieses Jahr uns die Betrachtung des heiligen Kreuzweges hernehmen, uns Zeit nehmen, uns an diesen Sonntagen der Fastenzeit, uns über die verschiedenen Stationen des Kreuzweges einige Gedanken zu machen. Denn wie schon gesagt, in dieser Zeit muss die Kirche jene Fragen erörtern, die ganz wichtig für das Heil unserer Seele sind. Sie muss ihren Kindern wiederum die ewigen Wahrheiten der Sünde, der letzten Dinge, des Leidens, der Erlösung nahe bringen. Und die Gläubigen tun gut daran, wiederum das Heil der Seele, ihrer eigenen Seele, sehr ernst zu nehmen durch das Gebet, durch die Buße und durch eine vermehrte Übung des religiösen Lebens. Die heilige Fastenzeit nun ist eine heilige Zeit, wie schon gesagt, die uns dieses Jahr ganz besonders in Erinnerung rufen will, das bittere Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Und wie es früher der Brauch war und auch heute noch zuweilen, wird ganz besonders in dieser heiligen Zeit der Kreuzweg von den Gläubigen gebetet. Und wir können sicherlich sagen, dass diese 14 Stationen des Kreuzweges so alt sind wie das Christentum selber. Unser Herr Jesus Christus hat diese Stationen, den Kreuzweg, selber gesegnet und konsekriert, nicht mit Weihwasser, sondern mit seinem eigenen Blute. Auf ihm hat er sein Kreuz getragen
auf seinen blutigen Schultern bis zum Prätorium, zum Gerichtshof des Pilatus, hinauf zum Kalvarienberg, gefolgt von der Schmerzensmutter und vielen anderen heiligen Personen und Tausenden von seinen Feinden. Und die heilige Tradition der Kirche erzählt oder sagt uns, berichtet uns, dass die heiligste Jungfrau Maria nun oft und oft in ihrem Leben diese heiligen Orte, diese Stationen nach der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus besucht hat. Und es war nun in den ersten Jahrhunderten, wo fromme Pilger von Europa aus ins Heilige Land gekommen sind und dasselbe getan haben, diese heiligen Orte, die heiligen Stationen zu besuchen. Diese 14 Stationen des Kreuzweges sind nun 14 Denkmäler oder Monumente der Liebe Gottes zu den Menschen. Diese sind das Evangelium der Passion unseres Herrn Jesus Christus in Bildern, in Bilderform, die selbst ein Kind lesen und verstehen kann. Die 14 Stationen sind sozusagen der Liebesbrief Gottes an die Menschen, geschrieben im kostbaren Blut seines eingeborenen Sohnes. Und wir sollten diesen Brief nun lesen in mit unseren knienden Knien. Und so wollen wir heute an diesem Sonntag einmal schon über diese erste Station uns einige Gedanken machen. Jesus ist verurteilt zum Tode. Der unschuldigste Heiland, der niemals etwas Böses getan hat, ist verurteilt zum Tode. Und dies ist ein Geheimnis für sich. Er ist verurteilt zum Tode, zu diesem schrecklichen Tode am Kreuze. Und dass Pontius Pilatus immer noch ein Freund des Kaisers betrachtet würde, dass er diese angebliche Freundschaft mit dem Kaiser in Rom nicht verliere, hat er nun Jesus in die Hände seiner Feinde, das sind die Führer des jüdischen Volkes vorab, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, der Hohe Rat, hat er nun Jesus in die Hände dieser Feinde ausgeliefert, dass sie ihn kreuzigen. Oh, was für ein Verbrechen! Die Unschuld, die reinste Unschuld zu verurteilen zum Tode, Gott zu missfallen, um den Menschen zu gefallen. Und wir sollten uns Zeit nehmen, etwas, einen Augenblick in diesen Gerichtshof zu werfen, einen Blick in diesen Gerichtshof zu werfen. Dieses Gerichtsurteil, das nicht übertroffen werden kann, selbst durch das letzte Gericht am Ende der Welt. Der Pontius Pilatus spricht das Urteil über die Unschuld selber. Mehr als einmal hat nun Pontius Pilatus
keine Ursache des Todes in unserem Herrn und Heiland gefunden. Und deshalb will er und muss er ihn freilassen. Aber die Warnungen, die diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer des Hohen Rates, die ihm drohen, dass er damit die Freundschaft des Kaisers verlieren würde, und Pilatus, der Politiker, ähnlich in unseren eigenen Tagen, er wird schwach. Er wird so schwach und sagt: Ich finde keine Schuld in ihm. Und deshalb, und dieses Wort deshalb muss unterstrichen werden, und deshalb will ich ihn geißeln lassen. So, er wird gegeißelt, und der Grund dieser Geißelung ist, dass Pilatus keine Schuld an ihm findet. Und endlich wird er sagen, so schwach wird Pilatus: Nehmt ihn hin und kreuzigt ihn, ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten. Falls jemals ein ungerechtes, legales, also richterlicher Mord begangen wurde, wurde er begangen im Gerichtssaal des Pontius Pilatus. Und heute, nach 2000 Jahren, können die Menschen immer noch dieses Gerichtsurteil lesen, diesen Gerichtsurteilbericht, dieses blutige Urteil in der Heiligen Schrift. Ich finde keine Schuld an ihm, und deshalb nehmt ihn hin und kreuzigt ihn entsprechend eurem eigenen Gesetze. Aber er ist gerecht, an dessen Blut ich unschuldig bin, sagt Pilatus. O Pontius Pilatus, du mögest deine Hände für eine ganze Ewigkeit waschen, aber das Wasser der ganzen Erde wird nicht fähig sein, dich von diesem Blute an deinen Händen, deines eigenen Gewissens zu waschen. Unschuldig und doch verurteilt. In der heutigen Welt, in der Welt, in der wir leben, die Führer der Nationen, die Führer der Völker begehen einen solchen Mord an Millionen unschuldiger Menschen. Und der letzte Gerichtstag am Ende der Welt wird dies uns alles offenbaren, die verkehrte Denkweise der heutigen Regierungen, der heutigen Führer der Völker. In unserer modernen Welt, tausendmal am Tag, werden unschuldige Kinder getötet, wenn Mütter, verbrecherische Eltern ihr ungeborenes Kind töten, jeden Tag, tausendmal. Und wenn wir in die heutige Kirche hineinschauen, wie viele Priester, wie viele Bischöfe töten das übernatürliche Leben der Seelen von so vielen Menschen. Und in unserer eigenen Zeit, in unseren eigenen Tagen,
Wie viele Katholiken haben dieselbe Sünde von Pontius Pilatus begangen, wenn sie ihren heiligen katholischen Glauben abgelegt haben, die Übung der heiligen Religion beiseite geschoben haben und vom Glauben abgefallen sind. Dies ist nun das Erste, das wir bedenken bei dieser ersten Station. Das Zweite, vielleicht noch wichtiger ist, wir sehen in dieser ersten Station die Gerechtigkeit Gottes. Wir sehen und wir müssen erkennen, dass in diesem ungerechten Urteil des Pontius Pilatus die Gerechtigkeit Gottes offenbar wird. Denn nur das unschuldige Blut der zweiten Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit, die Mensch wurde, und wir feiern dieses Geheimnis an Weihnachten, war nur dieser zweiten göttlichen Person möglich, die Sünden und die Verbrechen der ganzen Menschheit gegen Gott wieder gut zu machen. Die Menschheit mit Gott, dem Vater, mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit auszusöhnen. Und es bedarf eines Gottmenschen dafür. Und deshalb muss die Sünde solch ein Ungeheuer sein, ein Ungeheuer der Gerechtigkeit gegen Gott, Ungerechtigkeit gegen unseren Nächsten, Ungerechtigkeit gegen uns selber, weil es eben nur gut gemacht werden kann, gesühnt durch dieses ungerechte Urteil gegen den gerechten Heiland, unseren Herrn Jesus Christus. Bedenken wir auch eines bei diesem Gerichtsurteil, dass der Heiland unser Gerichtsurteil, das wir verdient haben durch unsere Sünde. Wir haben das Gerichtsurteil verdient, dass Gott uns zur ewigen Hölle verdammt. Aber durch die Barmherzigkeit Gottes, durch diese Liebe Gottes, durch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, nimmt er dieses menschliche Urteil an und sühnt dadurch, kehrt um sozusagen unser ewiges Urteil, das auf uns geschleudert worden wäre, wenn nicht Jesus Christus dieses Urteil des Pilatus angenommen hätte. Der unschuldigste Verbrecher, der Beschuldigte, stehen vor dem Pontius Pilatus, einer, den die Welt nie gesehen hat, der unschuldigste Mann, der es immer jemals auf dieser Erde gelebt hat, der heiligste Mensch, der die Ehre seiner eigenen Völker, seiner eigenen Nation war, ihr größter Wohltäter, er ist bestimmt als ein Verbrecher zu sterben. O Bosheit der Menschheit! Der Sohn des allmächtigen Gottes, der ewige Richter, er steht ohnmächtig, angekettet, wie vor dem Richterstuhle angesehen als ein böser Sünder. Und in der Tat, diese Sünde schreit zum Himmel zur Wiedergutmachung. Viele Menschen fragen sich heute, viele Christen
viele Gläubigen. Warum muss nun die Gerechtigkeit immer unterliegen in dieser Welt und die Ungerechtigkeit, sie floriert? Und Christen sollten die Antwort wissen. Das unschuldige Blut muss immer fließen. Nur unschuldiges Blut allein kann die Sünde, die Schuld der Sünde hinwegwaschen. Kann die Verbrechen der Menschheit gegen Gott sühnen. Jeden Tag sehen wir, Tag aus, Tag ein, wir sehen, dass die Guten, die Gerechten leiden und die Sünder und die Hochmütigen triumphieren. Es war schon zu den Zeiten Jesus so. Johannes, der Täufer, er leidet und Herodes und Herodias, sie tanzen. Der arme Lazarus leidet und der Reiche, er feiert und tanzt. Christus blutet und leidet und er stirbt unschuldig am Kreuze und die Umstehenden am Kreuze, sie lachen ihn aus und sie lästern ihn. Millionen und Abermillionen in der Kirchengeschichte leiden und sterben den Märtyrertod, Nero und Diokletian. Und der Rest, sie leben glücklich, so denken sie, sie genießen das Leben. Der Urteilsspruch des Todes, ausgesprochen von Pontius Pilatus über Jesus Christus, dieser Urteilsspruch war immer ein Segen für das Christentum. Und das Blut der Märtyrer ist immer der Same für neue Christen. Wir sollten bei dieser ersten Station auch etwas lernen. Wir wissen, dass es sehr schmerzt, wenn wir ungerecht verurteilt werden. Es schmerzt, wenn andere uns verurteilen, Böses über uns sagen. Es schmerzt uns, wenn wir ungerecht bestraft werden, wenn wir unsere Position vor den Menschen verlieren oder wenn wir verlieren, was uns sehr am Herzen lag. Es verletzt uns, es schmerzt uns innerlich, unschuldig zu leben, wenn wir umgeben sind von schuldigen Menschen, sagen wir, von einem schuldigen Ehemann, von einem ungerechten Ehemann. Unschuldig zu leiden über Jahre hinweg, währenddessen die anderen lachen und feiern und tanzen und ihr Leben genießen. Aber hier bei der ersten Station des Kreuzweges sollten wir lernen, zu leiden und zu leiden in Stille. Ohne uns zu beschweren, weil wir alle ohne Ausnahme, mit Ausnahme der allerseligsten Jungfrau, schuldig sind an diesem Gerichtsurteil. Auch wir haben dieses Gerichtsurteil über unseren Herrn und Heiland gesprochen. Der unschuldige Heiland hat nie und nimmer etwas Böses getan, aber wir haben gesündigt gegen ihn.
Sobald wir den Vernunftgebrauch hatten, haben wir gesündigt. Und diese Sünde setzt sich fort unser ganzes Leben lang. Die lange Kette der Sünden, solange wir leben. Nicht ein Jahr, nicht ein Monat, vielleicht nicht einen Tag ohne eine Sünde. Jeder von uns müsste sagen, ich habe es verdient, zum Tode zu verurteilt zu werden, nicht nur einmal, 100 Mal. Und wo würde ich heute sein, wenn ich gestorben wäre nach meiner ersten Sünde? Wo würde ich sein, wenn ich heute sterben würde in diesem Augenblick? Aber, dass ich lebe, deshalb hat Jesus Christus dieses Todesurteil angenommen. Eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für die anderen. Heute bei dieser ersten Station sollten wir uns fragen, ob unser Herr und Heiland Jesus Christus wirklich zufrieden ist mit uns. Wir sollten uns diese Frage vorlegen und nach 20, 30, 50 oder 80 Jahren des Lebens sollten wir den Heiland fragen, ist er wirklich zufrieden mit mir? Und in der unserer eigenen Todesstunde wird unser Herr und Heiland Jesus Christus zufrieden sein mit uns. Und selbst wenn wir keine wirkliche Antwort erhalten von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, wir wissen die Antwort selber. Zumindest sollten wir von dieser ersten Station hinweggehen mit einem sehr wichtigen Vorsatz, der sich zeigen soll, den wir leben sollen, ganz besonders in dieser Fastenzeit. Und von jetzt ab werde ich nicht mehr versuchen, der Welt zu gefallen, sondern nur dir, o mein Jesus. Wir sollten diese Gnade ganz besonders erbitten, bei dieser ersten Station, Jesus ist zum Tode verurteilt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.